Herzlich willkommen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Spiele-Battle-Video zwischen mir und meinem Kumpel Klößchen. Dieses Video wurde sich von einigen von euch gewünscht seit den letzten Videos. Bitte wundert euch nicht, weil ich es gerade. Es regnet draußen und ich bin ganz nah an meinem Fensterbrett außen, also das äußere Fensterbrett. Und der Regen fällt etwas laut drauf. Vielleicht ergibt es für den einen oder anderen auch ein nettes Nebengeräusch. Und jetzt grüßen wir erstmal Klößchen. Hallo Klößchen. Hallo, grüß euch. Klößchen, bist du bereit für... mal, was ich für dich tun kann. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt hier in diese Schüssel erstmal unsere ganzen Spielfiguren hineingelegt. Es geht um das Spiel Pachisi bzw. Mensch, ärgere dich nicht. Und wir haben uns schon vor dem Video entschieden, wer welche Farbe bekommt. Ich werde kurz das Video ein bisschen, also das Bild ein bisschen vergrößern. So, dann können wir alles besser sehen. Jeder bekommt einen Würfel. Einen für dich, Klößchen, und einen für mich. Und Klößchen hat sich entschieden, das blaue Spielfeld zu vertreten, die blaue Mannschaft. Und ich entscheide mich für die rote. Das ist sowieso praktisch für jeden von uns, auch wenn Klößchen das sinnlos findet. Aber wenn man gegenüber von sich auch seine Felder hat, in die man dann am Ende seine Steine einbringen muss. Und jetzt nehmen wir uns erstmal unsere vier Spielsteine. Es wird so sein, dass wir zwei Spiele spielen und je nachdem, ob es unentschieden steht, dann noch ein drittes. Und bei diesem Spiel ist es so, dass man hier diese grau markierten runden Felder hat und dort ist man geschützt vor dem Rauswerfen. Und dann ist es so, dass man am Anfang dreimal würfeln kann, beziehungsweise eine 6 braucht, um eben einen Stein ins Spielfeld zu bringen. Und man muss auch sofort dieses Feld wieder freimachen, falls man wieder eine 6 hat und der nächste auch rauskommt. Und ansonsten haben wir auch die Regel, dass man Spielfiguren, die noch nicht vielleicht akkurat hintereinander stehen, sondern mehr versetzt, dass man innerhalb dieses Spielfeldes nicht überspringen darf, sondern man muss die Steine einzeln vorrücken. Das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger und damit auch spannender. Okay, ich würde sagen, wir legen los und Klößchen fängt an mit seinem 3x-Würfeln. Oh, wow. Eine 5. Okay. 4. 5. 3.
sein. Ja, du bist dran. Wow, es knackt. Der Regen. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5. 4. 1, 2, 3, 4. 3. Ich bring mich mal in Sicherheit hier. 1, 2, 3, 4. Nein, nicht mehr. Nö. Echt? Wenn alle drin sind, fang ich wieder von vorne an. Ja, bitte leise, Klößchen. Ich versuche. Wir sind in einem ASMR-Video. Echt jetzt? Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Also noch zweimal würfeln. 2, 5. Ich jetzt schon wieder. Ja. Okay. 2.
ist? Nee, du hast doch hier keinen mehr drin. Okay. Thank you.
Sesamstraße. Du hast eine 6. Ich habe eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich danke dir. Eine 2. 1, 2. Du hättest mich mit der 6. Ich weiß. Das weißt du nicht, es ist dir erst im Nachhinein eingefallen. Als er dich bedankt hat. Genau. Und jetzt könnte ich mir in meinen Hinterteil beißen. Ich weiß. Sich die Meinung. Die Geister nennt man das. Bei uns sagt man die Meinung.
lass uns nochmal loslegen. Ich würde jetzt die Farbe tauschen. Thank you.
und jetzt eine 2. Ach, ist nur eine 1. Ist nur eine 1 und ich bin safe. 2. Ich weiß nicht, ob man das so kann, hier endlos. Ich weiß es nicht. Du bist so ein richtiger. Vielleicht kann das ja einer deiner Zuschauer posten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ob man 3 auf diese 6. grauen Felder machen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Während ich hier labere. 2. Rennt Christiane davon. 1, 2, 3. Ah. Ich ruhe in mir selbst. Das finde ich gut. Du bist 1. Ein dramatischer Zug. Alles entscheidend. Alles entscheidend. 3. 1, 2, 3. Sex.
eine 7. Nee, ich bin geschützt, falls du es nicht gesehen hast. Nicht so laut, bitte. Ja. 4, 2, 5, 3, 6. Ich darf noch mal. Mit ein Video zu drehen und
Alles, alles Liebe. Und Klößchen sagt auch noch natürlich kurz Tschüss. Tschüss, gute Nacht. Schlaft schön. Oder habt einen schönen Tag. Egal, wann ihr das Video seht. Ich verspreche euch, das wird nicht das letzte Mal sein. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Da ist die Theatralik wieder.